So, und damit willkommen zurück zu Medieval Dynasty. Das müsste Folge 10 sein. Und in der letzten Folge hatten wir, glaube ich, die Baumstämme für das eine Dorf für die Palisaden geliefert. Da muss ich, glaube ich, jetzt noch die letzten abgeben. Moment. Dahinter müssen wir. Kollege, bleib stehen. Dagobert. Dagobert, bleib stehen. Ach komm. Das haben wir verbockt. Der ist einfach ins Bett gegangen. Gut. Richtig scheiße. Ja gut, dann packen wir uns mal hier mit ans Feuer. Da können wir unsere Fackel ausmachen. Hallo, wer bist du denn? Alter, 24 Jahre Zustimmung. Hey Fremder, ich bin vor kurzem in dieses Land gekommen. Kenne hier niemanden. Was kann ich für dich tun? Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Ich schaffe eine neue Siedlung und suche Leute, die bis bereit sind. Ah, ich habe gehört, dass du brauchst Ruf. Mach weiter so. Hast du einen Moment Zeit? Kürzlich bin ich da. Jagdtipps wird sie nicht haben. Gerät. Okay, das tut mir leid, sie hat nicht mehr Zeit. Ach Gott. Wie sieht's denn aus? Essen, trinken. Ich müsste was trinken. Na toll. Natürlich nichts hier in der Nähe. Komm, wir haben doch Bären. Essen, essen, essen. Bringt ein bisschen Getränk. Gesundheit ist voll. Kann ich hier am Feuer schlafen? Natürlich nicht. Leute, ich brauche eine Unterkunft. Wie sieht's denn bei dir aus? Na, dir. Kann ich hier schlafen? Ist hier noch ein freies Bett? Drei Leute schlafen hier. Vier. Einer passt aufs Feuer auf. Ich finde das irgendwie nicht richtig. Stall. Kann ich auch nicht schlafen. Scheiße. Nächstes Häuschen. Da ist ein freies Bett. Was ich nicht nutzen kann. Mist. Hier vielleicht in der Ziegenbehausung. Nein. Hallo, ihr Ziegen, 2500 kosten die. Ach, kommt, alles so teuer. Was kostet so eine kleine, eine junge Ziege 2000? Ach, kommt. Wo kann ich hier über Nacht? Oh, hier freie Betten. Nein, nein.
Am Feuer auch nichts. Mist. Leute, das ist nicht cool. Wenn ich mich hinsetze, geht das denn? Vielleicht Fackel wegpacken? Axt wegpacken? Gibt's bei euch eine Herberge? Hier alles freie Betten. Nichts. Ich laufe jetzt auf gar keinen Fall nach Hause. Hier wohne ich. Oh, verdammt. Inventar. Fertigkeiten. Journal. Warten auf den nächsten Sommer. Ja gut, dann gehe ich in den Wald und... Wer bist du? Na mir. Hey, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht es? Wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Ich komme gerade von... Wie ist es dir ergangen? Okay. Alter 22. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dir geht es gut. Ach, schade. Auf Wiedersehen. Dann pflücken wir halt in der Nacht noch ein paar Beeren im Wald. Johanniskraut. Du hast die Baumstämme, die wir aktuell im Inventar haben. Ah, sind wir schon gut belastet. Scheiße, den Stock wollte ich nicht. Nicht die Zweige. Gut. Die Dinger sehen wir ja immer prima. Deshalb sind die schön zum Pflücken. Na komm, greift zu. Pflücken wir ein bisschen Johanniskraut in der Nacht. Ach, wir brauchen tatsächlich Beeren. Beerensträucher kommt. Diese Richtung. Diese Richtung wird Wasser kommen. Wir müssen mal ein bisschen schucken.
Zweige. Oh. Nichts, was irgendwie nach Bären aussieht. Wir werden jämmerlich verdursten. So, jetzt hier rüber. Birkenzweige, scheiße. Ich hatte kurz gehofft, das war irgendein Busch. Birkenzweige. Kein Schilf sammeln, Wasser trinken. Okay, gut. Birkenzweige. Oh, hier wäre auch ein schön flaches Gebiet gewesen für ein Haus. Okay, damit ist meine Fackel dahin. Stroh. Ich habe doch gerade hier unten Schilf gesehen. Da war Schilf. So. Bauen wir uns eine neue Fackel. Neues Gebäude freigeschaltet, Näherei. Alles klar. Kurz. Einfache Fackel. Oh, ich hatte noch eine gehabt. Naja. Wieso ist diese Fackel kaputt gegangen? Zustand 0%. Ausrüsten. Habe ich noch eine andere Fackel? Einfache Fackel kaputt? Wieso? Nochmal kurz gucken. Keine Fackel an Bord. Herstellen. So, wir gehen ein bisschen an Land. Inventar. Fackel. 100%. Sieht doch gut aus. Birkenzweige. Laufen wir wieder Richtung Dorf zurück. Johanniskraut, Johanniskraut. Stock, nein. Ah, wieder einen Stock gesammelt. Richtung ist gut.
Ich will da nur die blöden Rundhölzer abgeben. Stattdessen haben wir eine Nacht im Wald verbracht. Stöcke sammle ich jetzt keine. Johanniskraut. Oh, Bären! Werden die mir angezeigt? Nein. Okay, muss ich vielleicht skillen. Echtes Johanniskraut. Stock, Stock. Bären. Lieber solche Bären als andere Bären im Wald finden. Ich hoffe, die sind reif, aber die letzten waren's. Ich denke, das wird nur auf die Jahreszeit ankommen. Was ist das für ein Riesenbärengebiet hier? Okay, wir sind gut überladen. Dann machen wir uns jetzt schön den Bauch voll. Inventar. Bären, Bären, Bären. Wow. Essen, Essen, Essen. Tränke sind schon mal voll. Essen lassen wir erstmal so. Fladenbrot, wie lange hält das noch? Bären, wie lange halten die noch frischer? 100% Haltbarkeit. Frische 100% gebratenes Fleisch. Schweiße Morschel. Federn, Kohlsamen. Rundholz 7 Stück kommen. Wir werden. Hiervon ein paar Stöcke mal abwerfen. So. Und jetzt laufen wir Richtung Dorf. Da, 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 da. Wir sind zwar ein wenig langsam, weil wir überlastet sind. Da, 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 da. Ah, Fackel können wir wegpacken. Ist doch jetzt hell. Ist doch jetzt hell. Über die Mauer komme ich mit Sicherheit nicht drüber. So schwer wie wir tragen. Na gut, hier laufen wir auch noch rum.
Feld wächst leider noch nichts. Da, da. So. Schläft der Dagobert noch? Komm. Die anderen Leute laufen schon draußen rum. Dagobert. Der schläft tatsächlich noch. Meine Güte. Kinga. Da, da, da. Okay, Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye, bye.